Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Tageszeit und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ein sehr abwechslungsreiches Video für euch vorbereitet und wir beginnen morgens in unserem Schlafzimmer. Ich habe entschieden, dass ich heute die Bettwäsche umbeziehe und normalerweise ziehe ich die Bettwäsche immer ab und werfe sie zum Waschen und beziehe das Bett sofort neu. Heute wird es ein bisschen anders sein. Ich habe das Bett abgezogen und dann an sich fast über 5 Stunden gelüftet. Ich habe die Tür einfach ins Schlafzimmer zugezogen und ja, das Fenster komplett aufgelassen. Die Heizung ist bei uns immer im Schlafzimmer aus, deswegen ist es nicht so schlimm. Also da wird nicht ganz Offenbach von uns beheizt, sondern nur eigentlich das Zimmer gelüftet. Ich glaube, das ist ab und an sehr, sehr gut für, ja, für das Bett und auch für die Bettwäsche, nein, das nennt man ja nicht Wäsche, für die Kissen und für die Decken, dass die sich gut lüften. Und heute war auch ein angenehmer Tag draußen, also es ist nicht bitterkalt, deswegen, ja. Und die Bettwäsche, die koche ich meistens, also es gibt Tage, da habe ich es eilig und möchte, dass genau diese Bettwäsche jetzt fertig ist, dann koche ich sie natürlich nicht, weil das Programm läuft an sich etwas länger, aber heute hatte ich Zeit, deswegen habe ich sie auf Kochwäsche gestellt und zwar ohne Trocknen. Und während die Wäsche so vor sich hin wäscht, habe ich kurz in der Wohnung Sachen alle weggeräumt, auf ihre Plätze besser gesagt geräumt, ein bisschen gelüftet, ein bisschen Staub gewischt, das habe ich jetzt für euch nicht gefilmt. Und anschließend gehe ich zu dem über, was ich schon längst machen wollte, aber wir hatten bis dahin noch nicht die Deko für den Flur oder das, was ich haben wollte, haben wir nicht gefunden. Nun ist es soweit und endlich kann ich den Flur vollenden. Die, die bei uns länger auf dem Kanal sind, kennen diese kleine Gardine oder Dekostoff, würde ich mal sagen, aus unserem Wohnzimmer. Das hing früher im Wohnzimmer und zwar über mehrere Jahre, 6 oder 7 Jahre hing es im Wohnzimmer und dann hat es, naja, aus dem Wohnzimmer herausgeschafft, sagen wir mal. Aber ich wollte es nicht wegwerfen, weil die Bilder, die auf diesem Stoff sind, gefallen mir so gut, dass ich mich entschieden habe, die in den Rahmen zu stecken. Und wie ihr seht, es ist wirklich schön. Und zwar werden diese Bilderrahmen jetzt in den Flur kommen. Die habe ich beim Teddy gekauft, vor einigen Monaten, 3, 4 Monaten wahrscheinlich, weiß ich gar nicht. Die haben einfach auf ihren Einsatz gewartet, bis ich, wie ich jetzt gerade erwähnt habe, die Idee komplett hatte. Und die Uhr, die jetzt ich gekauft habe, die ist aus Jusk, genau. Nee, stopp, ich veräpple euch. Die ist gar nicht aus Jusk, sondern aus Maison du Monde. Beim Jusk waren wir der Nacht und aus dem Jusk ist die restliche Deko, also diese Blumenvase, die ihr seht und dieser Zweig Silberblatt, das bei uns steht, das ist alles künstlich. Ja, so ist das dann am Ende geworden. Jetzt endlich melde ich mich auch zu Wort. Es ist fertig. Alles, was ich machen wollte, ist erledigt. Endlich. Die Uhr hängt. Die Batterie ist drin. Sie sollte auch rein theoretisch laufen. Leider hat sie keinen Sekundenzeiger. Folglich müssen wir kurz warten. Ich habe sie gerade auf 10:30 eingestellt. Ich merke gerade, ich habe sie wahrscheinlich auf 11:30 eingestellt. Ich muss noch mal dran drehen. Wobei, bald ist sie auch. Doch, sie tickt. Ich höre sie ticken, also sie funktioniert. Ich muss nochmal drehen, ich habe sie falsch eingestellt. Die Uhrzeit ist nicht korrekt. Aber das ist dann so unser Flur. Hier sind die Bilderrahmen. Ich finde, sie sind super schön geworden, passen auch hier hin. Und es wirkt sehr klar, sehr dezent und ja, das, was ich wollte. Ich wollte noch so ein Kerzenleuchter hier hin haben, aber ich glaube, das wird dann im Endeffekt too much sein und der Flur wäre dann überladen. Ich habe einen Kerzenleuchter beim Otto gesehen. Ich kann euch gleich das Bild reinstellen, wenn es diesen noch gibt beim Otto. Beim Otto, glaube ich. Ja, egal. Ich werde euch gleich den reinstellen. Ihr werdet sehen, was für einen ich wollte. Ich wollte den hier so in die Mitte noch rein, aber unser Flur, wie ihr seht, ist gar nicht so breit. Er ist super eng. Und ich vermute, das reicht. Ich packe jetzt die Sachen weg.
meine Handwerkssachen, diesen Koffer und hier die Nägel packe ich weg. Das liegt bei uns da unter der Couch. Wenn ich die vorschiebe, unten drunter ist noch ein Bereich, wo ich das lagere. Meine Waschmaschine läuft, die wäscht gerade. Immer noch, das ist Kochwäsche, die drin ist. Ich werde das Bett jetzt immer noch nicht beziehen. Ich habe immer noch das Fenster auf. Es soll sich schön lüften da drin. Und ja, ich trinke hier noch meinen Kaffee zu Ende, der eigentlich leer ist. Mein Ingwersaft. Und jetzt überlege ich, was wollte ich heute noch machen? Ich wollte Wäsche bügeln und ich wollte auch endlich meine Nägel machen, weil ich wollte es schon letzte Woche gemacht haben, habe ich aber nicht. Ja, es ist jetzt auch nicht so tragisch, die sind alle noch dran, wie gesagt. Mich stört nur, dass die so rauswachsen bei mir. Das ist, ja, eigentlich ist es gut, dass die Nägel so schnell wachsen, ne? Das ist doch gut. Das heißt, wenn man sich mal schief verschnitten hat, dann wachsen sie ganz schnell nach. Aber mir gefällt das nicht. Ich zeige es euch gleich von vorne, wie das ausschaut. So schaut's aus. Schaut mal, okay, hier ist ein bisschen was abgesplittert, hier vorne, ne? Und ja, hier vorne ist ein bisschen abgesplittert, aber das ist wirklich gar nicht so schlimm. Das da stört mich mehr. Seht ihr, wie weit das schon rausgewachsen ist überall hier? Das muss weg, weil das ist nervig, wenn das so aussieht. Und ich glaube, darum werde ich mich jetzt auch gleich kümmern. Ach, apropos, ich wollte auch noch heute Essen zubereiten. Vicky ist gerade nicht zu Hause. Sie kommt heute erst um 4 Uhr zurück, glaube ich. Ich habe um 5 Uhr Yoga, aber wir haben ja noch Zeit. Ich habe ja gerade gesagt, es ist 10:30. Das heißt, es ist noch genügend Zeit, um alles zu erledigen, was ich mache. Ich bin jetzt nur noch am Überlegen, mit was ich beginne. Wahrscheinlich beginne ich damit, erstmal meine Werkzeugbox wegzuräumen. Und dann würde ich sagen, bügele ich. Ich glaube, ich habe Lust zu bügeln. Denn beim Bügeln gucke ich immer so ein bisschen YouTube. Das entspannt mich. Und nach dem Bügeln kümmere ich mich wahrscheinlich ums Essen, dass das fertig ist. Und die Nägel, die mache ich höchstwahrscheinlich heute Abend nach dem Yoga, weil das ist eine schnelle Sache und dann kann ich einfach nach dem Yoga mich hier hinsetzen. Vicky ist zu Hause und wir können was trinken und ich kümmere mich um die Nägel, dass die dann in Ordnung gebracht werden. Ich habe euch dann in den letzten Videos schon gesagt, dass ich das nicht mehr filme. Falls jemand noch Fragen hat, kann mir die Fragen stellen, dann mache ich das nochmal. Aber filmen jetzt vorerst nicht. Außer es wird erwünscht, natürlich, dann mache ich das nochmal, um gewisse Schritte dann klarzustellen. Gut, dann beginne ich jetzt mal mit dem, was ich jetzt alles aufgezählt habe und wir sehen, wie weit ich heute komme. Und bevor ich anfange zu bügeln, sortiere ich jetzt erstmal meine ganzen Einkäufe auseinander. Die habe ich euch mal im letzten Video, glaube ich, gezeigt. Da war ich beim Ernstings Family gewesen, unter anderem, und habe für uns neue Tischläufer plus Platzdecken gekauft. Die ja, müssen nicht wirklich gebügelt werden, sondern einfach die Etiketten abgenommen und einsortiert werden. Und hier habe ich endlich unser Bügelbrett neu bezogen. Also ich weiß nicht, wann haben wir denn das gekauft. Das ist auch schon wirklich Ewigkeiten her und bis dato habe ich es nicht geschafft zu beziehen. Und als erstes bügele ich unsere Küchentücher. Ja, Geschirrtücher. Ich mag, wenn sie gebügelt sind. Also ich meine, das ist vielleicht eine Spielerei für manche. Manche haben auch andere Sachen und Sorgen und ja, aber da ich ja die Möglichkeit habe, bügele ich mir das durch. Ich habe für mich einfach das Gefühl, dass ich habe das schon auch erwähnt, dass es dann irgendwie sauberer ist, bakterienfreier, ich weiß nicht, oder es riecht auch besser. Genau, und ich habe auch in diesem Zug auch die Bettwäsche gebügelt. Die lege ich jetzt erstmal zurück in ihre Kiste. Mein Bett ist immer noch nicht bezogen, sondern Bettwäsche frei und lüftet sich. Und das wird auch noch ein Weilchen so sein. Und die Küchentücher, die gebügelt sind, die kommen dann in unseren Schrank. Endlich ist da jetzt auch alles sortiert und ordentlich, was mir schon beim reinen Hinsehen eine tiefe Zufriedenheit und Ruhe irgendwie gibt. Also an Feng Shui ist, wird bestimmt irgendwie was dran sein und an diesen ganzen asiatischen Aufräumsystemen und Methoden.
da muss was dran sein, denn mir geht es auf jeden Fall mal besser, wenn ich diese ganzen Schränke ausräume, ausmiste, sortiere und alles einfach klar und gut sichtbar dahinstelle. Jetzt habe ich mir eine kleine Auszeit, eine kleine Pause genommen. Ich hatte noch zwei solche Baguettes übrig, das sind mit Pilzen, die habe ich letzte Woche beim Penny gekauft. Ich glaube, das habe ich euch gezeigt, den Einkauf. Und ich habe mir noch ein paar Cherrytomaten draufgelegt, Gurke und ein paar Oliven. Und außerdem habe ich mir diesen Tee jetzt aufgebrüht. Das ist Manuka-Honig mit Lemonmyrte. Und das wird jetzt mein kleiner Snack sein. Dann habe ich mir vorgenommen, bis circa 14 Uhr mit dem Bügeln weiterzumachen. Und ich zeige euch jetzt die Uhrzeit nur. Und danach werde ich zum Kochen übergehen. Ich mache nur so viel Wäsche noch, wie ich schaffe, weil sonst haben wir heute Abend nichts zu essen. Und ja, das ist der Plan. Jetzt wünsche mir einen guten Appetit. Falls jemand noch isst, wünsche ich euch auch einen guten Appetit. Und ja, ich zeige euch nachher, was ich gekocht habe. Und heute wird es eine Kürbissuppe geben, und zwar nicht wie gewohnt aus Hokkaido-Kürbis, sondern ich hatte doch vor langer Zeit und heute irgendwie erfülle ich alles, was ich vor langer Zeit machen wollte oder tun wollte. Auch ein Butternut-Kürbis gekauft, und Leute, ich habe noch nie was gerochen, was so gut riecht. Wie gesagt, ich habe noch nie Butternut-Kürbis gegessen, und dieser roch wie eine Honigmelone. Es schmeckte wunderbar, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, wie ich die Suppe zubereitet habe. Vor sich hin köchelt, habe ich gedacht, dass ich jetzt heute den Kuchen mache mit den Cranberries. Ich gucke nur, wo meine Verpackung ist. Da. Wir haben das jetzt zusammen mit euch gekauft, diese Fertigmischung. Ich habe gedacht, ich mache Muffins, aber ich glaube, diesen Stress möchte ich mir gar nicht geben, sondern ich mache das einfach in eine Kuchenform. Dann wird es einfach ein Kuchen mit Cranberries werden. Cranberries habe ich frisch da. Ich würde einen Teil für den Kuchen verwenden, und aus dem anderen Teil, wie ich bereits auch schon in einem anderen Video gesagt habe, mache ich Kompott. Also, bevor sie mir kaputt gehen, weil die liegen schon echt längere Zeit in meinem Kühlschrank, mache ich das auf jeden Fall. Bei Cranberries mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag ihren Geschmack, und die sind auch super gesund. Dann lass uns loslegen.
Nun, Mädels und Jungs, wie ihr seht, ist alles am Kochen und am Backen da unten. Ich bin soweit durch mit meinen ganzen Sachen, die ich heute erledigen wollte. Das Einzige, was ich heute noch nicht gemacht habe, ist meine Nägel. Und zum Yoga bin ich auch nicht hingegangen, weil ich einfach die Sachen erledigt wissen wollte. Bügelwäsche vor allem, weil das steht schon so lange da. Und ich wollte, dass es fertig ist und ich dann die nächste Woche auch entspannt sein kann. Ja, Kompott ist fertig, den habe ich auch schon ausgeschaltet, der darf sich jetzt abkühlen. Die Kürbis ist super, da werde ich jetzt nur noch Creme Fraiche, glaube ich, reinmachen. Ja, habe jetzt diese hier, die werde ich jetzt reinmachen und die Suppe pürieren. Und ich püriere sie und mache dann peu à peu Creme Fraiche rein, damit sie nicht mehr kocht. Muss ich sie ausschalten, die ist an sich durch. Und der Kuchen, der wird jetzt noch ungefähr 40 Minuten brauchen im Ofen, je nachdem, 40, 45 Minuten. Unser Ofen ist nicht der beste. Und ja, der Tag neigt sich auch dem Ende zu. Ich werde jetzt gleich, wenn wir die Suppe gemacht haben, Vicky fragen, ob sie essen möchte. Wenn sie essen möchte, dann essen wir erstmal und anschließend kümmere ich mich um die Nägel. Falls nicht, dann fange ich jetzt mit meinen Nägeln an. Wir haben ja noch Zeit, es ist noch früh eigentlich, es ist 6.39 Uhr tatsächlich. Und ich würde sagen, an der Stelle beende ich dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war von allem etwas dabei in dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wir sehen uns unten in den Kommentaren. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video.